Was geht YouTube? Und mir ist gerade was passiert, das ist mir noch nie passiert, Leute. Ich war gerade auf der Toilette und mir kam eine Idee, die ich sofort als Video umsetzen musste. Man sagt ja immer, auf Toilette kommen einem die besten Ideen. Leute, das hatte ich wirklich noch nie. Also kein Scheiß, ich bin gerade von Toilette, ich habe noch abgewischt, habe auch noch Hände gewascht. Hände gewascht. Okay, da muss ich los. Spaß. Leute, ich muss euch jetzt mitteilen. Und zwar ist es eine Idee, die mir einfach so wichtig ist. Und zwar, ich glaube, eine der meiner sechsjährigen YouTube-Laufbahn, weil ich immer was mit Zocken zu tun hatte, war eine der Hauptfragen, wie wird man besser beim Zocken? Sei es in COD, sei es da, sei es da. Und eigentlich geben alle YouTuber immer diese Standardantwort, die auch nichts Falsches ist. Und ich habe das auch immer gesagt, zocken, zocken, zocken. Je mehr du zockst, desto besser wirst du zu 100%. Ich war nie so der Tipps- und Tricks-Typ, aber das ist eigentlich so das, was ich auch immer gesagt habe und was auch alle anderen immer sagen. Aber das ist eigentlich gar nicht die ganze Wahrheit, ist mir gerade aufgefallen. Und zwar gibt es eine Sache, da bin ich einfach durch so viele Faktoren gerade drauf gekommen. Also, bevor wir mal ein bisschen weiter ausfallen. Ich weiß auch nicht, was im Hintergrund läuft, wie gesagt, keine Ahnung. Leute, das ist ein Punkt, den ich euch jetzt wirklich auf den Weg geben kann, der euch wahrscheinlich wirklich weiterbringt. Und zwar spielt die Titan. Nein, Spaß, Leute. Jetzt mal Real Talk. Also, ich habe gerade ein Video vom Gamer Brother gesehen und der spielt auch einen kleinen, also den kennt ihr wahrscheinlich, einen YouTuber, der sehr gut ist in FIFA, spielt auch eine sehr, sehr wichtige Rolle in meiner Argumentation und wie ich darauf gekommen bin. Und zwar ist es eigentlich egal, wie gut du bist oder egal, was, wie viel du spielst, ist nicht, natürlich ist es nicht egal, aber es ist nicht so erstrangig wie eine Sache. Und zwar, ihr wisst ja, ich behandle mich, habe mich immer sehr, sehr viel befasst mit Selbstentwicklung, habe auch mein erstes Buch darüber geschrieben und da gibt es auch unter anderem dieses Kapitel Tryhard. Ja, da geht es halt generell darum, wie ich im Leben immer bei allem besser werden wollte. Und dann ist mir gerade die Idee gekommen, Alter, wie kannst du es aufs Zocken? Ich sehe es schon, ich bin ein bisschen wirr gerade, weil ich gerade so, so viele Sachen im Kopf habe, weil es einfach raus muss gerade. Ihr merkt wahrscheinlich, wie euphorisiert ich bin. Leute, und dann ist mir aufgefallen, der wichtigste Punkt ist im Kopf zu haben, im ganzen Leben eigentlich, aber wir gehen heute wirklich nur aufs Zocken, im Kopf zu haben, für was zocke ich eigentlich, was will ich erreichen, wo ist meine Zielsetzung. Und Leute, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ne? Seit ich COD spiele, spiele ich mit Anton. Anton ist für mich einer der krassesten COD-Public-Spieler überhaupt. Das bedeutet, ich habe schon immer von Tag 1 zu ihm aufgesehen. Ich konnte sein Level nie erreichen, aber ich konnte sehr nah dran kommen. Und dieses sehr nah dran, sehr nah am besten, sage ich jetzt mal, sehr nah an einer sehr guten Person ist auch sehr gut. Nur nie so gut wie diese Person. Und Leute, ich wollte immer so gut sein wie Anton, bin es nie geworden, aber das, was ich dadurch geworden bin, es gibt immer einen größeren Fisch, das dürft ihr nicht vergessen, ne? Das Sprichwort kennt ihr wahrscheinlich, es gibt immer einen, der ist besser als wir, egal in was. Aber ich konnte ähnlich gut werden wie er. Ich hatte nicht mal Talent für Zocken in BO2 am Anfang. Ich war jemand, ich habe meine 15 Kills in der TDM-Runde gemacht und that was it, das war's. Aber ich wollte immer mehr. Und es gibt Leute, die suchen sich immer Leute, auf die sie herabschauen können. Ne? Die würden sich jetzt jemanden suchen, der macht 5 Kills pro Runde in TDM und können immer schön auf ihn herabsehen. Ich wollte aber jemanden holen, der macht eine Nuklear in TDM und zu dem wollte ich heraufschauen. Und ich wollte immer so werden. Das klingt jetzt vielleicht dumm und es klingt vielleicht nicht so, dass es beim Zocken adaptiert werden kann, aber kann es auf jeden Fall, Leute. Es ist wirklich eine Sache der Einstellung. Ich wollte immer so gut werden wie mein bestes Vorbild. Deswegen habe ich Fortnite immer mit Camo gespielt, der wirklich 5 Ligen über mir gespielt hat, aber ich wusste, wenn ich mit dem spiele, dann werde ich mich schneller verbessern, weil ich ja vor Augen habe, wie gut man sein kann. Das werde ich gleich noch auf ein anderes Beispiel beziehen. Das heißt, auch jetzt bei Black Ops 4, ich spiele mit Anton und Phalaxy. Im Scoreboard kriege ich Depressionen, weil die beiden immer mehr Punkte haben als ich, immer mehr Kills haben, aber die Kills, die ich am Ende der Runde abliefern kann, sind trotzdem immer noch krass überdurchschnittlich. Ich war nie talentiert, habe trotzdem eine Triple Nuklear damals geschafft, weil ich dieses Ziel so vor Augen hatte, weil meine Vorbilder dieses Ziel erreicht haben. Genauso wie YouTube. Als ich angefangen habe, es gab da diese beiden YouTuber, Solution, ihr kennt ihn, einer meiner besten YouTube-Kollegen, und M-Core, der mittlerweile schon von der Bildfläche verschwunden ist. Das waren meine Vorbilder. Ich wollte so sein wie die. Ich wollte den Grind haben. Ich wollte mich jeden Tag hinsetzen, mich motivieren für Videos, weil ich wusste, die sind so und so weit gekommen. Und dadurch konnte ich so ein schnelles Wachstum irgendwann erzeugen, habe alle anderen, die mit mir gleichzeitig angefangen haben, irgendwann in die Tasche gesteckt, weil ich dieses Ziel hatte, diese Ambition. Du packst das, weil die es gepackt haben. Und dieses Mindset kann man für Gaming perfekt benutzen. Also ist mein Tipp für heute. Der ist vielleicht etwas merkwürdig anzuwenden, aber holt euch jemanden, mit dem ihr zusammenspielen könnt, der besser ist als ihr.
Denn dann könnt ihr wachsen an diesem Spieler. Ihr werdet weniger Kills machen am Anfang, weil der euch alle Kills klaut. Aber ihr werdet wachsen und ihr habt immer, es gibt immer einen größeren Fisch. Das heißt, ihr werdet immer in eurem Freundeskreis jemanden haben, der vielleicht zu 1% besser ist als ihr. Und sobald ihr der Beste von allen seid, ist das erstens ein geiles Gefühl und zweitens könnt ihr euch den Nächsten suchen. Und dann könnt ihr wieder schauen, okay, kann ich den auch noch toppen? Und das ist für mich einfach ein wichtiger Tipp. Es geht also wirklich heute mal ein bisschen tiefer, es geht ins Mindset. Das kann man auf alles andere adaptieren. Darts. Was ich hier gerade, ich habe gerade, bevor ich auf Toilette gegangen bin, eine halbe Stunde gedartet. Leute, jede dritte Aufnahme war irgendwie eine 140. Es war komplett geisteskrank, was ich hier gerade gespielt habe. Ich kann es gerade gar nicht glauben. Und ich bin auch da nicht der talentierteste Typ. Habe auch erst vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr wirklich angefangen, kurz vor der Promi-Darts-WM. Aber da ich Martin jetzt so gut kenne und Janni, und das sind beides Top-Dartspieler, beides Nationalspieler für ihre jeweiligen Länder. Martin ist mittlerweile die Top 2 von Deutschland, komplett geisteskrank. Und natürlich werde ich niemals so gut sein wie Martin Schindler, aber ich kann mich schneller weiterentwickeln, weil ich weiß, die Grenze ist da. Also die Grenze ist da, aber auch nicht da. Die Grenze für mich ist das, was Martins Top-Level ist. Das sehe ich gerade als meine Grenze. Aber er hat noch eine andere. Er kann sagen, okay, ich will so sein wie Van Gerven oder was weiß ich. Und so geht es immer weiter. Und so habe ich immer als Anspruch, spiel so gut wie Martin. Werde ich das jemals schaffen? Nein, werde ich natürlich nicht. Aber das, was ich dadurch erzeugen kann, ist gut. Und wenn ihr das fächert in viele Bereiche im Leben, bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe auf YouTube es nie so weit gebracht, dass ich sagen kann, ich bin der größte deutsche YouTuber. Oder ich habe es nie so weit gebracht zu sagen, ich habe da und darauf die meisten Klicks. Es gab immer einen, der größer war als ich. In Fortnite waren sehr viele größer als ich, als ich Fortnite-Videos gemacht habe. In COD ist zurzeit Haptic größer als ich. In Real-Life-Videos ist ein Concrafter größer als ich. Und das wird sich auch nicht ändern. Vielleicht überhole ich irgendwann mal wieder Haptic in Klicks pro Video, dann überholt er mich wieder. Dann ist es wieder so, dann ist es wieder so. Aber ich habe das Glück gehabt, immer diesen Ansporner zu haben. Immer diese Person zu haben, die es besser kann als ich. Und das ist jetzt ein, ich weiß, das ist vielleicht ein merkwürdiges Thema und es ist vielleicht für einige von euch erstmal schwierig in euren Kopf zu kriegen. Aber das ist das Wichtigste. Zielsetzung und Vorbilder ist für mich krass. Und wenn ihr euch jetzt auf den Zettel schreibt, ich schaffe, ihr habt es noch nie nuklear geschafft, ihr schreibt euch jetzt auf den Zettel, ich verspreche mir, bis Ende Black Ops 4 habe ich meine erste Nuklear in der Tasche, und ihr spielt daraufhin mit guten Leuten, dann werde ich euch versprechen, ihr schafft das. Und das ist jetzt nicht, das Coole ist, ich vermarkte jetzt kein System. Ich sage jetzt nicht, und wenn ihr noch mehr Infos wollt, dann guckt in die Videobeschreibung. Nein, dieses Video ist in sich dieser Punkt. Und ich finde es einfach wichtig, euch das mitzuteilen. Und Gamer Brother, genau, darauf wollte ich hinaus. Gamer Brother, soweit meine Informationen sind, ich kenne ihn ja schon sehr lange, hat damals mit FIFA YouTube angefangen, weil ihm das Spaß gemacht hat, FIFA zu spielen. So, und ich glaube, vor 2 Jahren in etwa ist bei ihm dann auch der Funke gekommen, ich will aber auch gut sein in FIFA. Ich will meinen Leuten auch mal eine Top 100 Weekend, die hat er, glaube ich, noch nie geschafft, aber er ist immer nah dran, hat auch schon mal seine, weiß nicht, vielleicht 36, 37, 38 Siege geholt. Letzte Saison, jetzt ist es ja nur noch mit 30 Spielen. Und das fand ich geil, weil er hat angefangen, okay, ich ziehe jetzt auch mal richtig durch und ich werde jetzt auch gut in FIFA, weil das für meine Leute geil ist. Und dann seht ihr, er kann dadurch schnell Leute überholen, die vielleicht mehr Talent haben oder sonst was, weil dieses Mindset, dieses Ziel vor Augen. Und mein Ziel ist es, dass ich mal in Darts irgendwann ein European Tour Qualifier Event mitspiele. Und soll ich das nicht schaffen, ist es mir egal. Weil das, was ich auf dem Weg dahin erreicht habe, wird dazu reichen, die meisten Leute, die man so trifft, besiegen zu können. Und that's it. Also Leute, glaubt an eure Ziele. Wenn ihr sie nicht erreicht, werdet ihr trotzdem weiterkommen, als ihr heute seid. Ich weiß, merkwürdiges Video ist aber der Tipp, den ich wohl am allermeisten geben kann. Und wie gesagt, ich musste noch nie so dringend ein Video raushauen. Es war noch nie so ein Anliegen für mich, über eine Sache, ihr habt es an meiner Stimme angemerkt, über eine Sache so zu sprechen. Fangt natürlich an, euch nicht zu hart zu überfordern. Sagt jetzt nicht, okay, ich muss die Nuklear morgen haben. Nein, vielleicht reicht erstmal eine 5er-Streak. Und dann macht ihr übermorgen eine 10er-Streak. Und dann macht ihr vielleicht in 2 Wochen eure erste 15er-Streak und in 6 Monaten eure erste 25er-Streak. Und dann kommt irgendwann der Tag. Das war bei mir ganz genau, was ich gerade erzähle, war bei mir exakt bei MW3. Ich war der größte Trash. Ich habe 2011 angefangen mit Zocken. Ohne Ambition habe ich die Kampagne gespielt. Habe mir das Spiel sogar nicht mal gekauft. Das war damals MW2, sondern nur ausgeliehen. Dann, Leute, MW3 Release, November 2011. Ich habe Streams geschaut von Marcy XD, er war gut. Und ich dachte mir, ich will auch gut sein. Hab das Spiel, weil ich keine Kohle hatte. Ich war bei meinem Uropa, er hat mir die letzten 10 Euro, die ich gebraucht habe, geschenkt. Hab mir das Spiel am zweiten Weihnachtsfeiertag 2011 erst gekauft.
habe die ersten Tage mit einer wirklich jetzt 0,6er KD gespielt. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ne, das ist es nicht. Mein Kumpel Marius, ihr kennt vielleicht noch den Namen Wesen des Lichts von damals. Wir haben uns dann gesagt, nein, das reicht uns nicht. Wir wollen jetzt abgehen. Und dann habe ich gespielt. Bis April 2012 habe ich jeden Tag Blut, Schweiß und Tränen vergossen, meine verkackte erste Moab zu erspielen. Und dann kam dieser Tag, an dem ich es geschafft habe, diese Moab zu erreichen. Dieses Gameplay war mein allererstes Gameplay auf YouTube. Da schließt sich der Kreis jetzt perfekt. Und damit hat diese Reise hier auch angefangen. Etwas motivierenderes Video heute, aber es war mir einfach wichtig, das mit euch zu teilen, Freunde. Wie gesagt, falls es euch gut gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr freuen. Wenn ihr es bewerten und kommentieren würdet, schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Das ist mein bester Tipp, um besser zu werden. Without a doubt. Ich bin raus für heute. Lasst gerne ein Like da. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.